Wir spielen Day of the Tentacle. Viele haben sich's gewünscht und ich bin ja auch auf der Suche nach einem neuen Adventure. Und deshalb, why not, sage ich immer. Und um es gleich zu beantworten, natürlich habe ich Day of the Tentacle schon mehr als einmal durchgespielt. Und trotzdem werde ich wieder an Rätseln hängen, weil ich natürlich alles wieder vergessen habe. Wir spielen die Remastered-Version. Auf Deutsch. Möchtest du die Entwicklerkommentare aktivieren? Was ist jetzt das? So, do we already introduce ourselves? Should we do it again for real? Who's gonna start? Okay, Peter. Das ist. Hi, I'm Peter Chan and I'm the lead artist. Okay. Jetzt weiß ich, was die Entwicklerkommentare sind. Das geht natürlich nicht. Oh. Wo mache ich das wieder aus? Werben? Automatisch? Shit. Fuck, ich muss neu starten, glaube ich. Nicht gespeicherte Fortschritt, ja. Nein. So, jetzt, okay. Aber trotzdem eigentlich ein cooles Feature, so ein Audiokommentar von den Entwicklern, aber wollen wir jetzt natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Take over the world. Als könnte ich... Als könnte ich. Ich glaube, ich muss es auf Englisch spielen, Leute. Das sind ja furchtbar, die Stimmen. Ich glaube, ich habe das noch nie auf Deutsch gespielt. Aber es gefällt mir überhaupt nicht. Sorry. Es tut mir leid für alle, die jetzt gehen, weil ich auf Englisch spiele, aber das gefällt mir überhaupt nicht. Ups. It's a hamster. Just what I need for dissection lab tomorrow. I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever. Hands off that hamster. Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Edison, and it looks like he's brought us a note. It's from my old friend, Green Tentacle. He says that Purple Tentacle's mutated into an insane genius, and Dr. Fred's going to kill them both. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. But now, I know that I must go back to the mansion. Thank you.
Tim Schafer und Dave Brosnan. Das Intro ist schon toll. Okay, we'll spread out commando style. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Hoagie, you take care of upstairs reconnaissance. I'll maintain command HQ here in the lobby. What are we looking for? We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. This better not take too long. I've got an anatomy final tomorrow. And I've got a show to set up later tonight. If I'm late, I don't get to test the drums. If I know Dr. Fred, he's got the tentacles tied up in his secret lab. Question is, where's his secret lab? Ach, guck mal. Object Highlight, das ist ja alles neu. Render Mode. Confirm, Navigate Menu. Open Inventory. Moment. So müsste man das eigentlich spielen, oder? It's stuck to the floor. Okay. Push, pull, use, pick up. It's permanently attached to the countertop. So. It's from George's Hardware. George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. I'm not leaving this motel until I find those tentacles. Help wanted, lab assistant. Hardworking moronic drone needed to assist genius with experiments. Nikola, jemand da, der ein Vote machen kann? Wie soll ich spielen, Leute? Im Remastered Mode oder im Classic Mode? A horticultural horror. So, da nehmen wir die Münze raus. 1952. Ach ja, hier war doch...
Dr. Fred doesn't have a penny. Use phone. I don't have time for idle chit-chat now. I have work to do. Boy, the Edisons are a spectacularly ugly family. Open desk drawer. It's a bottle of correctional fluid. It's a bottle of correctional fluid. Das heißt Tippex quasi, ja? Wow, it's from my favorite movie. I hope no one's watching. I look so goofy on video. Looks like Dr. Fred wearing a powdered wig. Handsome in a way, but I'm glad he eventually accepted his hair loss. Aha! The safe is closed. Open. I don't know the combination. Tja nun, ich glaube hier in dem Raum, das war doch auch immer eine Sache, dass man die Türen wieder schließen muss, weil manchmal findet man an den Türen was. Ganz fieses Rätsel. Ist wirklich so. Wie oft hat man vergessen, eine Tür zu schließen und an einer Tür war irgendwas? There's something funny about that clock. Okay, warte mal. Ich mach mal kurz eine Umfrage. Ich will doch, dass es euch gefällt, Leute. Day of the Tentacle. Welcher Modus? Klassisch. Mich vertippt. Klassisch oder remastered. So, ihr könnt abstimmen. Ich gucke, während ich sehe live die Abstimmung hier und momentan haben wir hier 76% für remastered und 20% für klassisch. Das sieht sehr deutlich aus. ...80% schon jetzt bei Remastered. Ich glaube, das ist eine klare Sache. ...77... Also. Remastered hat haushoch gewonnen. Wir machen aber noch ein Vote. Und zwar Deutsch oder Englisch. Ich will es nur mal wissen. Deutsch. Deutsch. Englisch. Mal auf den Poll. Oh, ist schon ausgeglichen, ne? Aber Deutsch liegt vorne. Zwei Drittel fast. Also bei zwei Dritteln würde ich umstellen. ...64% sagen Deutsch. 37% sagen Englisch. 60-40. Okay, 61-39. Hm.
Ich sag euch was. Ich probiere nochmal auf Deutsch, aber wenn es mich wirklich zu sehr abfuckt, dann stelle ich wieder um. Vielleicht habe ich dem zu wenig eine Chance gegeben. Wo ist denn hier die Einstellung? Da. Man kann es ja schnell umstellen. So. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte. Oh, ja. Die Übersetzung ist sogar noch von jetzt Boris Schneider-Jono, oder? War das nicht er so? Er ist unglaublich böse, oder? Wer noch kennt. Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Soweit, so gut. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh, oh. Er surft.
Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben Sie noch? Laut meiner Anzeige ist der Dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, ihr braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Die Musik ist ein bisschen anders in der alten Grafik, ja? Glaube ich auch ein bisschen lauter. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Ja, damit haben wir einen klaren Auftrag. So, dann nochmal zum Vergleich. Neu. Alt. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Altes Menü mit neuer Grafik geht, glaube ich, nicht, ne. Also man kann hier Einstellung, Features, Steel Remastered, klassisch, aber ich glaube, das ist das gleiche, was man mit F1 ändert. Was werben, habe ich auch nicht. Untertitel, Sprache, Vollbild. Ja. Remastered und werben. Kreis automatisch Leiste. Leiste. Ah, okay, vielleicht ist es so. Ah, okay, das ist geil. Das ist cool. Das finde ich die beste Variante. Das ist cool. Nice. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Und das ist halt auch neu. Man kann hier, wenn der Shift-Taste, kann man sich die Sachen anzeigen lassen, mit denen man interagieren kann. Ja, es man kann sagen Quality of Life, aber macht es natürlich deutlich einfacher irgendwie. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Aber bei hier, wie hieß das, was jetzt jüngst rausgekommen, jüngst auch schon ein paar Jahre jetzt, das Adventure, da konnte man sich auch anzeigen lassen, mit was man interagieren kann. Zu tun. Es ist Dr. Freds Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hoagie spülen. Wie wollen Sie das machen? Thimbleweed Park, genau. Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken.
kleine unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred, können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieser noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi, komm hier rüber. Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Das ist eigentlich nur Kantenglättung, wenn man es so sieht, ne? Einfach nur Anti-Aliasing. Echt geil. Edisons Super Salatbatterie. Patent Nummer 50.174.762. Essig, Öl, Salat, Goldtoast. Okay. Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Ach, das war der Kopierschutz, ne? War das der Kopierschutz? Das sind die Batteriepläne. Stark. Diese Tür ist wohl verriegelt. Das sollte ich mit der Superbatterie verbinden, wenn ich sie fertig habe. Diese Tür ist wohl verriegelt. Die alten Toiletten. Der Vater unseres Landes sieht mich an. Wow. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Ben Franklin. Hallo. Meine Damen und Herren. Franklin. Ben Franklin. Schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Was machst du denn da? Meinst du Washington? Wie Präsident Washington? Meinst du Washington wie Präsident Washington? Hat er dir erzählt, er wäre Präsident? Der hat Nerven. Immer will er alles in die Hand nehmen. Aber niemand wird sich darum kümmern, wer Präsident ist, wenn ich erstmal die Kraft der Elektrizität entdeckt habe. Hahaha. Irgendwie, was stört an der Synchronisation, ist eigentlich nicht die Synchronisation selbst, sondern das dauert zu lange. Das ist nicht fließend irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht flüssig. Es ist immer so nach jedem Satz so eine Pause irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob ich daran irgendwas ändern kann. Was machst du denn da? Während wir uns unterhalten, versuche ich, die Kräfte des Himmels für mich zu gewinnen. Wenn es klappt, werde ich der mächtigste Mann der Erde sein. Du bist verrückt, Ben. Ha,
Das haben Sie auch über den Mann gesagt, der das Fernglas erfunden hat. Warst du das nicht? Gute Frage. Ich glaube, Sie hatten recht. Meintest du nicht der Entdecker der Elektrizität? Du meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha! Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Was wohl Red dazu sagen würde? Wer kümmert sich schon um so etwas? Ich brauche Red, um die Menschheit zu retten. Also ist er jetzt Missionar, was? Warum auch nicht? Es kann ja nur besser werden. Beim Thema verrückte Wissenschaft? Heute ist ein großartiger Tag dafür. Ich bräuchte etwas Power für meine Zeitmaschine. Warum nicht? Bald einfach mal fragen. Bald wird genug Power für alle da sein. Es gibt doch keine Zeitmaschinen. Das ist mein Projekt für den nächsten Sommer. Wie willst du das anstellen mit dem Stromkrams? Mit Hilfe einer meiner neuesten Erfindungen. Ich nenne sie den Frankocopter. Das ist ein Drachen, Ben. Die gibt's schon seit Tausenden von Jahren. Oh, sicher als Spielzeuge. Aber dieser ist ein Brief an die Götter. Er lautet: Lieber Thor, nur ein Tropfen deines mächtigen Saftes in die Hand eines Genies wie mir könnte die Welt erleuchten. In Liebe, Ben. Hoffentlich hast du es in Schwedisch geschrieben. Oder kamen die Jungs aus Norwegen? Ich habe bildlich gesprochen. In Wahrheit warte ich nur darauf, dass ein Blitz meinen Drachen trifft. Ja, und dann? Und dann fährt die Elektrizität in den Drachen. Ja, und dann? Dann runter, entlang der Leine. Ja, und dann? Und dann in mich. Ja, und dann? Ich werde mächtig leuchten. Ja, und dann? Seine Macht nutze ich dann zum Wohl der Erde. Ja, und dann? Die Welt kniet vor mir und bittet mich, sie mit meiner Macht zu führen. Ja, und dann? Oh, da wurde was nicht vertont. Ja, und dann? Ach so. Fehlt da nicht etwas Wesentliches? Der Schlüssel zu Entdeckungen ist Intellekt, mein Junge. Intellekt und Forschung. Nein, etwas wirklich Wichtiges. Du meinst, wie zum Beispiel, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht? Oder wie jetzt? Genau das. Das ist unwissenschaftlich, braucht keinen Intellekt. Also, was willst du wirklich? Also für alle, die die Referenz gerade hier im Chat nicht kriegen. Wir machen das. Das gucken wir uns kurz an.
Ja, nur für Kontext. Musste kurz sein. Ist da nicht so viel Sonne für einen Blitz? Psst, ich weiß das. Ich versuche nur ein bisschen weiterzumachen, bis wir einen Sturm bekommen. Ich gehe mal lieber einen Schritt zurück. Weiter so. Okay, wir haben die Fragen komplett exhausted. Ich glaube, wir kommen jetzt hier an der Stelle noch nicht weiter. Wir gehen mal zum Haus. Er ist total verschmutzt. Ich muss mal... Er ist total verschmutzt. Das machen wir auf. Wenn's geht. Ich kann es nicht öffnen. Warum? Benutze Dosenöffner mit Besser nicht. Nein. Echt geil. Ach so, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Guck. Ich habe die Flagge geöffnet. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Baltimore. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Du bist es nicht, oder? Bis später, Kumpel. Okay. Nimm. Ne, okay, können wir nicht. Benutze. Drücke Mumie. Das wäre nicht gerade nett. Das stimmt. Außerdem könnte man mich erwischen. Hier ist wieder die Uhr. Können wir auch wieder öffnen, oder? Aha! Linkshänderhammer. Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich überlege gerade. Wir wollen ja irgendwann mal so Pen and Papers machen bei Rocket Beans, wo jeder sich ein Setting ausdenken kann und dann Game Master ist. Also ich denke mir ein Setting aus, bin Game Master. Nils denkt sich ein Setting aus, ist Game Master. Budi und Simon. Und eigentlich wäre das ganz geil, so ein Day of the Tentacle Setting. So, ich schicke die drei in meinem Setting in drei verschiedene Timelines. Oder mit Hauke in vier. Und die müssen irgendwie... Das ist ganz geil. Allerdings hat man da natürlich nicht direkt Interaktion miteinander. Das finde ich irgendwie ganz geil. Irgendwas zeitreisemäßig finde ich ganz geil. Ja, man könnte sie ja erstmal trennen. Erstmal trennen und dann irgendwie zusammenführen oder so. Ja, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen drüber nachdenken, aber es kam mir gerade so nur. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du.
Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Der Linkshänder war's. Was erfindest du? Das ist ein Stück Papier, welches von alleine an Dingen klebt. Ziemlich genial, muss ich schon sagen. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Ich ihn einfach nehmen. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Aber er lässt ihn mich behalten. Sieht wie ein normaler Hammer aus. Aber ich bin ja kein Wissenschaftler. Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Okay, Bro. Ist hier noch was? Was soll ich damit anfangen? Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Öl, Essig und Gold. Voll mit Plänen und Müll. John Hancock? Thomas Jefferson. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hoagie. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich habe von dir gehört. Ich glaube, wir müssen den Untertitel irgendwie erhöhen. Kann das sein, dass die Sprachausgabe auf die Untertitel wartet? Oder das kann man hier nicht. Tja. Kann man nicht ändern. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Und wenn man die ausmacht? Aber dann fehlt auch irgendwas, finde ich. Wenn man Was macht ihr Jungs hier drin? Wir schreiben die Verfassung für die Vereinigten Staaten. Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Und wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Schenkflüssiger jetzt, glaube ich. Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen?
Ich mochte den Teil über den Klerus. In der Tat, die Verstrickung des Klerus? Ja, aber da ist noch eine Sache. Ja? Wer ist Klerus? Vergiss es. Bis später dann. Was? Was passiert später? Yo, Tom. Thomas. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Nicht so ganz. Wir haben eine Diskussion darüber, ob wir Staat und Kirche trennen oder Bingo legalisieren sollen. Ich hoffe, dass uns bald jemand eine gute Idee unterbreitet. Bis später. Okay. Was? Was passiert später? Gib Brief an. Das ist ganz nett, aber es passt nicht zur Zeitkapsel. Gib Brief an Hancock. Was er braucht, ist eine Heizung. Es ist groß, es ist schwer, es ist Holz. Tut mir leid, den brauche ich noch. Es wird ein berühmter Holzblock werden. Sie scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Goldene Feder, Leute. Da ist das Gold. Hey, Finger da weg. Sieht aus wie ein Martini-Shaker. Fass das nicht an. Das gehört dem Staat. Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Beeindruckend. Na klar. Bist du nicht der Präsident oder sowas ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Ich bin ein großer Bildungsfan. Wirklich? Wie überraschend. Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser Holzzähne. Als die ordinäre Emaille-Version. Super, womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Schmeckt das nicht schrecklich? Nicht, wenn man sie vorher rausnimmt. Hast du keine Probleme mit Holzsplittern? Ich war im Krieg, Junge. Niemand, der den Donner der Musketen gehört hat, den Geruch von Schwefel nach einem Kanonenschuss gerochen und die Angst in den Herzen seiner Kameraden gespürt hat, würde sich von etwas so Kleinem wie einem... Oh, verdammt! Keine Angst vor Termiten? Kaum. Wo kann man die bekommen? Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul River gemacht. Ist er nicht nackt auf einem Pferd durch die Stadt geritten? Natürlich viele Anspielungen auf die Unabhängigkeitserklärung von Amerika. Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. Cool. Ich kann es nicht öffnen. Jupp. Hallo? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet.
Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? So nehme ich. Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Keine Musik in Aufzügen. Keine Musik in was? Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ich muss gehen. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Echt geil. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Ist verschlossen. Besser nicht. An die Schwingtür. Salatöl. Aha. Manchmal esse ich sie roh. Manchmal esse ich sie roh. Wasserpumpe. Echt geil. Wieso sagt er echt geil? Benutze Wasserpumpe mit Öl. Ich will nicht. Okay, hier kriegen wir auf jeden Fall Wasser. Ich kann es nicht öffnen. Ich hoffe, das Ding wurde nicht in den Toiletten benutzt. Okay, wir haben Bürste, Eimer. Schließen einmal die Tür. Können wir Eimer benutzen mit Wasserpumpe? Er ist voll Wasser. Gut, wir haben einen Eimer voll mit Wasser. So, geh doch durch. So, dann gehen wir hier wieder raus. Und gehen jetzt hier mal nach oben. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. George sleeps here, okay. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Hallo, Lady. Ja, Mr. Washington. Hast du auch Putzzeug? Wie die meisten Putzfrauen habe ich es auf meinem Wagen, im Gang. Ich lass dich dann mal weiterarbeiten. Ja, es gibt viel zu tun. Aha. Nimm Seife. Aha, geh da weg. Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab. Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Hä? Okay, dann muss ich wahrscheinlich mehr Dreck machen, dass sie länger beschäftigt ist oder was? Oder? Ich nehme an, hier schläft George Washington.
Aha. Das ist für die Putzfrau. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Aha. Da ist sie, die Seife. Das ist nicht unbedingt das, was ich viele Putzmittel nenne. Altmodische Lauge in einer gebräuchlichen Form. Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Könnte ich einen chromfarbenen Roboteradler drauf haben? Wie wäre es mit einem Totenkopf mit Skorpionen im Mund? Er sollte eine haben. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Okay. Daraus könnte man ein Mords-T-Shirt machen. Die mag ich. Zu spät. Die wurden schon abgelehnt. Sieht bequem aus. Das Bett ist im Weg. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Die will ich nicht. Das wusste ich schon. Hier liegt zu viel rum. Da kann man nicht schlafen. Ich kann es nicht bewegen. Gut, hier gibt es offensichtlich nichts einzusammeln. Da müssen wir später was hinlegen. Ah, warte. Nee. Nähmaschine? Betsy Ross ist das. Prost. Guck mal hier. Max. Der späte Maxetax. Seine Zeit ist abgelaufen. Ein trauriges Ende für so einen Patrioten. Auf Samt würden sie besser aussehen. Auf Samt würden sie besser aussehen. Chateau de Chapeau, 1775. Chateau de Chapeau. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Chateau de Chapeau, 1775. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Den technischen Kram verstehe ich nicht. Öffne. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Ich kann es nicht bewegen. Ich kann es nicht bewegen. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Da ist Tinte auf dem Laken? Ist das ein Hinweis? Nee, oder? Ich will nicht. Okay. Spiegel. Oh, ein Pferd auf dem Flur. Hi, Pferd. Selber hi. Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Nette Zähne. Danke.
Ich habe auch viel dafür gezahlt. Habe ich schon erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen? Danke auch. Das Grinsen kurz danach. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich wohne hier. Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Wir wollen bestimmt seine Zähne. Hi. Du schon wieder? Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Benutze Bürste. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich glaube nicht, dass ich das will. Ich will nicht. Ich will nicht. Irgendwie müssen wir seine Zähne kriegen. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet! So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant oder das Model? Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein. Bisschen die Stimme von Thorsten Sträter, oder? Bei der Hoagie. Bei deiner Figur hätten wir Probleme. Außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden. Aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix. Den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie an. Ich bin der Lieferant. Kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke, nein. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte, wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Aus der Zukunft. Klingt das nicht gruselig? Hui, buh, die Zukunft. Ich komme aus der Zukunft, aufgepasst. Mann, es wäre so schön, wenn du nicht mehr hier wärst. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. So. Lass mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier den Hammer austauschen müssen. Benutze Linkshänderhammer mit. Ha! Oh nein! Ich hab's verlernt. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Oh mein Gott. Ich bin ein Versager. Sag das nicht, Ned. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino.
bin froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. Aha. Wir haben die Zukunft verändert, Leute. Habt ihr gesehen? Ob da wohl was zu essen drinne ist? Das kann ich nicht nehmen. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Okay, ich glaube, hier können wir erstmal wieder raus. Geht noch höher. Aha, Dachboden. Was für eine niedliche Miezekatze. Hoppla. Naja, Farbe halt. Rote Farbe, Netz und Jets Bett. Schließe. Nee, das geht gar nicht. Schließe Falltür. Räudiger, verlauster, verfressener Mäusemampfer. Benutze Eimer voll Wasser. Ich will nicht. Ich will nicht. Weg. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich quäle keine Tiere, egal wie bösartig sie sind. Ich will nicht. Okay, da fehlt uns was, weil wir brauchen diese Spielzeugmaus. Aber die kriegen wir jetzt noch nicht. Sehr spartanisch. Immer die Betten schieben. Wohin damit? Wohin damit? Es ist einer von diesen Flaschenzügen. Das ist von einem Bett blockiert. Tja nun, vielleicht müssen wir erstmal... Zeig nochmal die Zähne. Vielleicht müssen wir erstmal... So, sobald Tori die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Ist irgendwas von den Gegenständen? Lass die Finger davon. Aber da können wir was reinmischen. In den Becher. Vogelbad. Hey, Ted. Gesprächig wie immer, was, Ted? Junge, ich hab dich seit 5 Jahren nicht gesehen. Du hast dich nicht verändert. War das tatsächlich zwischen Maniac Mansion 1 und 2 5 Jahre? Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Pupu Tentakel übernimmt wahrscheinlich gerade die Welt.
Wir müssen zurück ins Gestern, um die Matschmaschine auszuschalten. Weißt du, du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Ihr beide habt eine Menge gemeinsam. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Gut, Vogelbad bringt uns noch nichts. Briefkasten öffnen. Okay. Unförmiges Wesen. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Bis später. Ja. Es ist wirklich dreckig. Da steht "Wasch mich" im Staub. Manche Leute glauben, wenn man sein Auto wäscht, regnet es. Hä? Was sollte denn das jetzt? Ha, Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Tja, wie war das noch? Welch schönes, klares Wasser. Welch schönes, klares Wasser. Das sieht einladend aus. Draußen bleiben, Grundstück verseucht mit Industrieabfall. Gehe zu teilweise sauberer Fluss. Okay, wir gehen erstmal wieder rein. Ah, warte. Kann es sein? Ja, ich weiß nicht mehr, aber vielleicht. Ob ihn das interessiert? Nee, irgendwas musste man ihm geben, aber ich weiß das nicht. Das Chicagoer mehr. Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Ob ihn das interessiert? Okay. Ah, ich weiß nicht mehr genau. Ich hasse diesen Clown. Uso der Clown. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst. Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Der Scherzartikelkongress. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Ameche? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie König Charles I. Möchtest du eine Zigarre? Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Das findet er lustig, ne? Lol. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Okay, können wir den nehmen? Hey!
Hände weg! Das ist ein ganz neues Präzisionsgerät! Er ist voll mit undefinierbarem nutzlosen Müll und einer Pistole. Ich will die Pistole haben. Ekelhaft. Autsch! Sind alle weg. So, das weiß ich, glaube ich, noch, wie das geht. Weiß nicht, hier. Nicht. Shit, wie krieg ich die denn da rein jetzt? So. So. Das weiß ich noch, das habe ich abgespeichert, weil das ewig gedauert hat, dass ich das damals zum ersten Mal gelöst habe. Kleiner Rumhüpfer! Apropos speichern. Ich habe vollkommen recht, vielleicht sollte ich mal abspeichern. Nimm Kurbel. Öffne Fenster. Geht nicht, das klemmt. Öffne Fenster. Das ist schon auf. Dann geh doch rein. Aha. Ziehe Bett. Ich will mich nicht überanstrengen. Es ist nicht ganz das Ritz. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpurtentakel. Aha. Öffne. Da scheint nichts Gefährliches drin zu sein. Da war doch noch irgendwas, oder? Schwester Edna. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Ja, das stimmt. Ich wusste es. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Ich versuche, ein Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Wirklich? Wie schön. Wie geht es, Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Nun, genug über Dr. Fred. Sollen wir über mich reden? Ich habe gerade die Statue bewundert. Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppelkobalt-Geschwindigkeitsmotor. Nicht anfassen. Doppelkobalt? Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore?
Das sind sie bestimmt. Die sind so klar, man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen. Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Dr. Freds Büro. Da passiert nichts. Mit perfektem Blick auf den Tresor. Etwas Seltsames passiert hier. Wow, was für ein Mann. Keine Scherze, mein Lieber. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Geh da weg. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Verrückt. Was hat mir das gebracht mit der Statue? Das weiß ich nicht gerade. Sieht ziemlich schwer aus. Ich glaube, wir müssen erst woanders lang. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nicht. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Aha. Hamster, Blitz. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Wie geht's euch so? Papa Ding. Ist im Keller und experimentiert. Die Mikrowelle, Anspielung auf Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbart, aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Pony Express Marken. Ja, nicht unbedingt die wertvollsten, aber sie haben einen ideellen Wert für mich. Niedlicher kleiner Bursche. Kann man einfach nehmen. Ich glaube, das ist schon mal nicht schlecht. Wohl, warte. Benutze Computer. Tada! Wahnsinn. Maniac Mansion 1. Dave, Sid, Michael, Wendy, Bernard.
Das waren noch Zeiten, Leute. So fing alles an. Ron Gilbert, Leute. Don't be a tuna head. Let's do it. Gibt's davon eigentlich eine Version mit Sprachausgabe? Ich glaube nicht, ne? Ey, ich weiß nicht, ob wenn man das nicht damals gespielt hat als Kind, ob man sich reinversetzen kann, warum das so geil war. Für mich war das so, man hatte unglaubliche Freiheiten plötzlich, weil ich selber entscheiden konnte, was der Charakter quasi macht irgendwie. Das hat einem so das Gefühl gegeben, deshalb mochte ich diese Adventures so, selbst so Larry, Police Quest, King's Quest und wie die alle heißen, die ersten Teile, wo du noch selber eingetippt hast. Das hat einem so ein Gefühl von Freiheit gegeben. Use key in front door. Das Krasse ist auch hier, ne, wenn man jetzt mit dem Mauscursor über die Sachen geht, da wird einem hier noch nichts angezeigt. Das kam erst später. Man muss hier tatsächlich selber gucken, welche Items überhaupt klickbar sind. Doesn't seem to open. Hier ist die berühmte Mikrowelle. Und die Motorsäge. Warte, hat man nicht... What is war das? That doesn't seem to work. Turn on, turn off. Hier, turn on. Faucet. I got you! Jetzt sind wir eingekerkert. Das war sogar ein bisschen gruselig. Well, my dear, hope you're having fun. Within minutes, it will all be over. You'll be hooked up to my machine, getting your pretty brain sucked out. You'll never get away with this. Ach so, so sagt sie ja. Guck, hier kann man übrigens die Textrate jetzt einstellen mit Plus, Minus. Das ging so. Oh, jetzt habe ich irgendwie pausiert, habe ich das Gefühl. Mach doch weiter. Naja, okay. Wie geil, dass das einfach da komplett drin ist, ey. Grün! Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Also der ist echt ein bisschen komisch synchronisiert. Bernhard?
Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Berauschende Dreiton-Stimmenharmonie? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pause. Stimmt, raus. Der klingt nicht wie echte Tentakel. Nee, der klingt irgendwie so unmotiviert. So irgendwie, der hat überhaupt keine... Weiß ich nicht. Ist alles so... Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören Rap willst. Rap auf der Stirn. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. B-Man, okay. Warte, wir müssen hier die Tür schließen, glaube ich. Oder? Nee, aber trotzdem nett. Nein, ich will wissen, was er dazu sagt. Nett. Nett, okay. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Es ist ziemlich klein. Mauseloch. Benutze klappernde Zähne mit Mauseloch? Das wäre ziemlich blöd, dazu sind die Zähne noch zu gut. Benutze Hamster. Nein. Mauseloch. Nein. Nett. Das ist zu schwer für mich alleine. Ach ja, ich weiß, was man machen muss, glaube ich, aber warte, erst nehmen wir das Videoband. Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Dann muss man, wie war das? Drücke Lautsprecher, oder? Benutze Anlage. Wow, das ist laut! Das war auch ein schweres Rätsel, fand ich damals. Tatsächlich. Da musste man erstmal drauf kommen. So. Frufru-Smaragd gestohlen. Runde Abdrücke hinterlassen. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden? Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Nimm Zaubertinte. Nett. So, wie ging das nochmal? Die wollen wir natürlich. Benutze klappernde Zähne mit Scherz. Da komme ich von hier nicht dran. Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Dwayne. Deprimierend, oder? Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Die hängenden Schultern und das lange Gesicht? Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheitendesigner. Ich hatte ein paar gute Ideen.
Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Guck mal hier. Übrigens, das Gesicht von dem sieht fast ein bisschen aus, wie die Charaktere jetzt im neuen Monkey Island aussehen. Mit diesen langen Gesichtern, den langen Nasen. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Als ich das letzte Mal Gymnastik machte, habe ich meine Milz verrenkt. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ich habe eine Pfeife erfunden, die die Lippen grün färbt. Niemand mochte sie. Lass uns über Philosophie reden. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos, speziell meins. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Nette Musik spielen Sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Dann eben nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Rätsel hier ging. Ich kann das von hier nicht gut sehen. Wir müssen... Benutze Groschen mit Bonbonautomaten. Besser nicht. Nein? Oh. Schau. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Es scheint nicht aufzugehen. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Es scheint nicht aufzugehen. Es geht nicht. Es geht nicht. Ah, okay, das müssen wir machen. Benutze Hamster mit Eistruhe. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Wie er den auch rein smasht. Besser nicht, er sieht böse aus. Okay. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ah, ich weiß. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Lange Nacht gehabt? Was ist mit dem Typ nebenan? Vielleicht macht ihn das Bild der pokerspielenden Hunde in seinem Raum glücklich. Vielleicht möchte er ja theoretische Wertigkeiten diskutieren. Eine Stunde ungefähr. Nikola. Ich hatte einen Onkel, der schnarchte genauso laut. Geh dann besser. Jetzt ist er ja noch mehr auf dem... Das hat ja gar nichts gebracht, oder? Doch, von jetzt komme ich fast dran, aber der Dicke liegt noch drauf. Verdammt. Ah, warte, muss ich den irgendwie
Scheiße, wie ging das denn nochmal? Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Drücke? Ich kann ihn nicht bewegen. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid, hier steht, dass das Konto leer ist. Ah, schade. Das hätte fast geklappt. Ha, siehst du, ich sag doch, man muss die Türen immer schließen. Da sind eine ganze Menge Schlüssel dran. Wofür können wir die benutzen? Erstmal nehmen wir hier Plastikkotze. Ich glaube, das ist unecht. Und dann versuchen wir dem Einbrecher die Schlüssel zu geben. Kriegen vielleicht dafür die Brechstange. Gib Schlüssel an Mann mit Skimaske. Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her! Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Wer trägt denn auch schon so viele Schlüssel mit sich rum? Es muss einer von denen sein. So. Und dann benutze Brechstange mit Groschen. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. So nehme ich. So ging das doch. Jetzt gehen wir wieder hoch. Zum Massagebett. Ich bin ein Versager. Ja. Falsch. Hier war das. Und jetzt benutze. Benutze dein. Perfekt. Nimm. Bäh, tropfnass. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. So, ich weiß zwar noch nicht, was wir mit dem Pulli machen, aber das war schon mal gut. So, Hamster haben wir. Plastikkotze. Vielleicht gib Plastikkotze an. Nein, nein, du willst mich bestimmt reinlegen. Benutze Plastikkotze. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Nimm
Gabel. So. An der Stelle speichere ich mal ab. Schon 16%. Guck. Weil das so viel Spaß gemacht hat. Und deshalb machen wir hier weiter. Wo wir das letzte Mal aufgehört haben, in der Küche, die Gabel war das letzte, was ich genommen habe. Eigentlich kann man das nicht direkt eine Gabel nennen. Warum nicht? Eigentlich kann man das nicht direkt eine Gabel nennen. Entkoffinierter Kaffee und Kaffee. Warte mal, wer war denn nochmal mit Kaffee? War doch auch noch irgendwas. Nimm entkoffinierten Kaffee, nimm Kaffee. Okay. Öffne Mikrowelle. Die fasse ich nicht an. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Benutze Gabel. Besser nicht. Okay. So, hier in der Küche fällt mir jetzt erstmal nichts auf. Gehen wir mal hier. Man wirft hier 50er in den Trockner. Sieht kaputt aus. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Trichter. Jetzt haben wir aber echt schon viele Items tatsächlich. Öffne Trockner. Benutze Pulli mit Trockner. Benutze Trockner. Das ist ein Münzapparat. Scheiße, dauernd braucht man Münzen, ey. Wo kriegen wir denn jetzt noch eine Münze her? Benutze Gabel. Besser nicht. Okay, hier kommen wir erstmal so noch nicht weiter. Noch eine Münze, ey. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Da kommen wir aufs Dach, da waren wir schon. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Was war hier nochmal? Ach ja, da war Edna. Benutze Videoband mit Video. Geh da weg! Benutze Plastikkotze. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Wie war das nochmal? Wie kriegt man nochmal... Entschuldigung. Hallöchen, mein süßes Zuckertöpfchen. Yippie! Nochmal zum Thema Dr. Fred zurück. Schon gut. Ah, Schlafwandeln. Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Okay. Also, der muss schlafwandeln, das heißt, er muss schlafen, das heißt, wir müssen den Kaffee austauschen, ja?
Ich weiß nicht mehr genau. Entkoffinierter Kaffee. Benutze entkoffinierter Kaffee mit Becher. Danke. Das brauchte ich jetzt. Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie. Okay. Das war schon mal richtig. Die Frage ist, sind wir jetzt schnell genug? Tentakel hilft. Smaragd zurück. Bürgermeister gratuliert. Purpurheld. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Es ist... Geh da weg! Mist. Ja, das meine ich nämlich. Wir müssen... Müssen wir das aufzeichnen? Geh da weg! Nee, wir müssen die irgendwie rauslocken. Aber wie ging das denn nochmal? Das hat doch was mit der Statue zu tun. Ich raff's nicht. Wie ging das nochmal? Etwas Seltsames passiert hier. Verrückt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wie ging das nochmal? Verdammt nochmal. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Das wäre ziemlich blöd. Dazu sind die Zähne noch zu gut. Besser nicht. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Besser nicht. Mann, ey. Shit, so nah dran, ey. Vielleicht fehlt auch noch was. Vielleicht fehlt noch was. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. So, wir können jetzt auf jeden Fall Hoagie-Sachen geben. Ich weiß nur gar nicht mehr, was genau. Ich glaube, das ist unecht. Er braucht, ich glaube, die Kurbel auf jeden Fall. Okay, ich hab's weggespült. Ach nee, Quatsch, der ist ja... Wie war das nochmal? Ich will nicht.
So ganz ohne Seife kriege ich das nicht sauber. Da ist ein bisschen Seife dran, aber damit kann man nicht säubern. Hä? Das Wasser ist jetzt seifig. Dumm, dumm. Versteht ihr, weil wenn man sein Auto wäscht, fängt es an zu regnen. Sieht nach einem großen Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Hey, Ben. Oh, du bist es. Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Zurück zum Zeichenbrett. Was für ein Genie. Okay. Das hat alles nicht geklappt. So, wie komme ich denn hier nochmal weg? Da. Weil, das ist immer ein bisschen nervig gewesen. Man muss immer zur Toilette gehen, um die Items. Da ist was drin. Nimm Kurbel. So. Das müssen wir noch tauschen. Lass mal überlegen. Ich bin mir selber nicht sicher. Es könnte sein, dass die Zähne... Nimm... Du brauchst nicht immer zum Klo gehen, wenn du durch die Zeit schicken willst, kannst du die Gegenstände einfach aufs Bild der jeweiligen Person ziehen? Im Ernst? Ich glaube nicht, dass das ins Chrono... Ah, okay, das hat er jetzt nicht gemacht. Da ist was im Chrono, John. Alter, das ist ja geil. Wow. 90FX im Chat. Wieder was gelernt nach all der Zeit. Das ist ja crazy. Das ist ja mal... Ging das schon im Original oder nur im Remaster? Das ist ja sensationell. Ging damals schon ernsthaft? Wow. Krass. Ich glaube, das habe ich noch nie gewusst. Ich bin immer wieder zur Toilette gelaufen. So, pneumatischer Aal, ey, was geht ab? 14 Abos verschenkt, mein Lieber. Vielen Dank. Super nice. Danke dir. Und ihr bedankt euch hoffentlich auch beim pneumatischen Aal, wenn ihr was bekommen habt. Das ist ja super, dass das so geht. Das macht ja vieles viel einfacher. So, jetzt können wir erstmal gucken. Also. Der hatte doch Holzzähne. Vielleicht geben wir ihm... Kannst du die gebrauchen? Nein, danke. Ich habe schon falsche Zähne. Verdammt! Echt geil. Das ist ganz nett, aber es passt nicht zur Zeitkapsel. Benutze Ink mit Verfassungsentwurf. Zu langweilig. Benutze Ink mit goldener Feder. Da ist schon Tinte drin. Mann. Chateau de Chapeau, 1775. Spaghetti. Ah, warte mal, kann ich diesen... Warte mal.
Sie sind brillant. Was für ein Design. Ich benutze das Chrono John. So, und das können wir dem Deprimierten nämlich dann geben, oder? Das Lob. Probieren wir es aus. So, wir gehen hier. Wo war der? Hier? Ich bin ein Versager. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Quanum! Hype Train! Was geht ab? 10 Subs an die Community verschenkt. Vielen Dank, Leute. Quanum, super lieb. Danke dir. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Das hat geklappt. Danke für die Subs, lieber Quanum. Jetzt kriegen wir hier die Knarre. Jawohl, es stimmt. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Hier ist auch nochmal ein Telefon. Kann man das gleiche nochmal machen? Da wachsen ja schon Pilze drin. Schließe Tür. Nee, schließe Tür. Okay, da ist nix. Mein Vater hat auch so eins. Es ist ziemlich klein. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr, oder? Das war schon das Main-Rätsel. Wir haben jetzt die Gun und können wir die jetzt dem Scherzartikel-Boy geben? Oder benutzen? Benutze Scherzpistole mit Zigarrenverkäufer. Besser nicht. Hä? Benutze Scherzpistole mit Zigarrenanzünder. Oh, da! Ein dreiköpfiger Affe! Hä? Ich sehe überhaupt nichts. Nichts für ungut. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Ich mache sie selber. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Ja, sich schon freut. Verzieh dich. Okay, wir haben eine Zigarre. Benutze explodierende Zigarre. Es sieht fast echt aus. Und eine fast echte Knarre. Wie bringt uns das weiter, ist die Frage. Wie bringt uns das weiter? Benutze Gabel mit Uso der Clown. Diese Gabel könnte nicht mal eine Seifenblase verletzen, schon gar nicht einen Clown wie Uso. Gib Plastikkotze an Zigarren. Das haben wir schon geprobiert, ne? Nein, nein. Du willst mich bestimmt reinlegen. Es ist auf dem Tisch festgeschraubt. Besser nicht. Hört sich nach totaler Zerstörung an. Rote Farbe.
Ah, warte. Wir müssen Feuer machen. Das ist ja so fantastisch, dass das so geht. Benutze mit Kamin. Hey, das ist kein Spielzeug. Shit. Benutze mit Rauchdetektor. Irgendwann gebe ich es dem Vogel. Manchmal esse ich sie roh. Ich will nicht. Okay, dann brauche ich offensichtlich Holz oder was? Die will ich behalten für einen Scherz. Ich will nicht. Mann, ey. Benutze Kurbel mit Flaschenzug. So, ich will nicht. Nee. Sieht wie ein Schlafzimmer aus. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Mann, ey. Hey, das ist kein Spielzeug. Ich bin hier in einer ganz heißen Sache auf der Spur. Aber ich komme noch nicht drauf. Dumme Katze. Die dumme Katze, wie kriegen wir die weg? Katzen stehen auf sowas. Benutze Rechtshänderhammer mit Katze. Ich quäle keine Tiere, egal wie bösartig sie sind. Zu cool. Rote Farbe. Jetzt beginnt schon wieder dieser Verzweiflungsquatsch. Das Design ist nicht schlecht, aber ich brauche wasserdichtes Material, wie Gusseisen oder so. Ah! Benutze Zähne mit Glas. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Okay, warte. Gib Zähne an Pferd. Ich will nicht. Mann! Das gibt's doch nicht. Oh, ich hätte schwören können, das wäre jetzt hier richtig gewesen. Ich will nicht. Hi. Du schon wieder? Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Das Pferd weicht seine Zähne hier ein. Ey, das muss doch. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Kleiner Rumhüpfer. Hm.
echt geil. Okay, ich kann ja hier theoretisch das nochmal machen. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Wenn ich hier was anderes hinstelle, dann erscheint bei ihr im Videoraum was anderes. Also vielleicht etwas, das sie gruselt? Nee, aber er hat doch schon den falschen Hammer. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Er lässt mich nicht mit dem Model reden. Man kann auch gar nicht mehr die Hammer tauschen. Ich glaube, das ist schon... Das ist der Kopf von Ned oder Jet. Ich muss dem irgendwas in die Hand drücken. Boah, stehe ich auf den Schlauch. Das ist der Rechtshänder. Moment. Ich will nicht. Ich kann keine zwei Egos an einem Tag zerstören. Okay. Ich glaube, dann bin ich hier schon durch mit den beiden, oder? Sprechen kann ich nicht mit denen. Nein, das würde die Jungs verrückt machen. Oh, ich dreh durch. Das gibt's doch nicht. Hi. Keine Zeit, ich mache Geschichte. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Zu langweilig. Das wäre nicht nett. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Nö, ich mag es, wie es ist. Oh Mann, ey. Ich komme gerade nicht weiter. Hier haben wir schon gemacht. Hey! Was gibt's diesmal? Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Ja, Moment. Öl haben wir doch. Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Und wäre nicht Wein Essig? Was soll ich damit anfangen?
Kann man aus Wein Essig machen? Ich habe keine Ahnung. Hey, nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Ich habe eine Idee. Warte. So. Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Aha. Okay, Progress. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Aha. Okay. Können wir dem jetzt Ben Franklin geben? Vielleicht. Nee. Ich hab hier was für dich, Mr. Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen, wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar. Lasagne. Hoffentlich. Lasagne? Okay, wir haben den Drachen. Was soll ich machen? Jetzt! Ups. Was habe ich falsch gemacht? Welchen Teil des Wortes jetzt hast du nicht verstanden? Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ich hab's. Wunderbar. Was muss ich machen? Jetzt! Ups! Ich raff's nicht. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Okay, drücken. Ich hab's. Wunderbar. Jetzt! Yippie! Natürlich ziehen gemacht. Zieh dir an! Alles, was jetzt noch fehlt! Wir haben Strom, Leute! Also, was passierte, nachdem ich ohnmächtig wurde? Nun, nachdem der Blitz den Drachen getroffen hatte, stürzte er runter auf deinen Kopf. Der Blitz? Nein, der Drachen. Mist, was meinst du, sollten wir machen? Weiter versuchen. Das nenne ich Forschung. Nee, okay, irgendwas fehlt hier noch, oder? Irgendwas ist nicht. Irgendwas stimmt hier noch jetzt nicht. Jetzt! Hallo, mächtiger Tor! Dasselbe komische Phänomen? Ja. Mist, was meinst du, sollten wir machen? Ich würde in mein Labor gehen und alles nochmal überdenken. Die Idee könnte von mir stammen.
Müssen wir was anbringen? Uns jetzt nicht fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? Nein. Ich troll mich lieber noch ein bisschen rum. Ich warte so lange. Verdammt nochmal. Nö, ich mag es, wie es ist. Warte mal, wenn wir aus Weinessig machen, ist das einfach... Chateau de Chapeau 1775. Nee, so geht das nicht. Dann müssen wir den Wein irgendwo stauen. Verstauen. Benutze Wein mit Briefkasten. Ich will nicht. Ah! Benutze Wein mit Mumie. Ich will nicht. Vorschlagbox. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Das. Nein, warte. Benutze Zettel mit Vorschlagbox. Aha. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Aha. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Aha. Ein Jusack. Wir haben einen Jusack bekommen. Verstehe. Dem Holzblock. Tut mir leid, den brauche ich noch. Es wird ein berühmter Holzblock werden. Wir müssen dem irgendwas geben. Was er braucht, ist eine Heizung. Wir brauchen den Holzblock, um damit Feuer zu machen. Yo, Tom. Thomas. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Und wie geht's der Zeitkapsel?
Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Bis später. Was? Was passiert später? Hey, das ist kein Spielzeug. Hey, das ist kein Spielzeug. Das wäre uncool. Er sieht nicht sehr brennbar aus. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Oh, da hab ich was entdeckt. Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist. Mist. Aha. Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. So, und jetzt geben wir ihm die hier. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Und die Zähne waren ja aus Holz. Vielleicht können wir die anzünden. Soll ich den Kaffee weglassen? Hey, Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Aha. Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Aha, ich muss das nicht machen. Guck. So, wir haben Progress auf jeden Fall. Jetzt können wir die Decke nehmen. Warum auch immer. Benutzt Decke mit Feuerwehr, das ist wahrscheinlich Quatsch. Ne? Ich habe Besseres zu tun. Ich will nicht. Okay. Was hat's denn hier nochmal mit dem Rauchdetektor zu tun? Egal. Entschuldigung. Ja? Ach ja, Kirschbäume. Ich hau jetzt ab. Navajo, glaube ich. Benutze Weinflasche mit Zeitkapsel. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte. Logisch, sicher. Ich habe doch was gesucht, wo ich den Wein drin. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui. Das war gut. Yo, aber Tom, wie kriegen wir die jetzt Thomas. In die Zukunft? Und wie geht's der Zeitkapsel? Nun gut, jetzt wo du den Wein dazu beigesteuert hast, werde ich sie heute vergraben. Gut. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Großartig. Georges Vorschlag über die Staubsauger hat die alten kreativen Säfte wieder in Fluss gebracht. Tatsächlich haben wir gerade Ozeloten das Wahlrecht gegeben. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Bis später dann. Was? Was passiert später? Okay. Hey, Finger da weg. Hui, schon fast voll. Okay. Hallo. Hallo. Besser jetzt mit dem Feuer? Viel besser, danke. Meine Zähne waren schon am Zerbröseln und die Decke hat es auch nicht gebracht. Was ist mit dem Vogel über dem Kamin? Oh, das ist ein Frühwarnsystem. Es ist genial. Der Vogel ist trainiert, die Glocke zu läuten, wenn er Rauch riecht. Dann wissen wir, dass das Haus brennt und können abhauen. Warum reagiert er nicht schon auf den Kamin? Ich glaube, das liegt daran, dass der ganze Rauch oben durch den Schornstein geht.
Wer füttert den Vogel? Eigentlich macht es niemand. Er füttert sich selbst. Es ist eine spezielle Züchtung, die ihre Nahrung selbst produziert. Das spart Zeit. Ich denke, in der Zukunft werden alle einen haben. Wer hat sich das ausgedacht? Red Edison, der Besitzer dieses Gasthauses. Aha. Toll, oder? Nettes Bild von einem Truthahn. Schön, dass du so denkst. Die Wahl des Nationalvogels steht auf der Tagesordnung unseres Kongresses. Des Nationalvogels? Und ihr meint, dass es der Truthahn sein soll? Thanksgiving. Ja, aber ich habe Angst zu verlieren. Nun, es gibt da zwei verschiedene Meinungen zu dem Thema. Ben Franklin und ich sind für den Truthahn, während Jefferson und Washington einen Adler haben wollen. Aber Franklin ist ständig draußen und spielt mit seinem Spielzeug, anstatt uns zu helfen. Also steht es 2-1. Was ist so toll an einem Truthahn? Sie haben uns beim Überleben geholfen, seit wir einen Fuß an Land setzten. Sie stehen für die Dankbarkeit, dass wir hier leben dürfen und für den Fortschritt. Außerdem sind sie süß. Was stimmt mit dem Adler nicht? Zum einen ist es ein Raubvogel. Ich glaube nicht, dass das zu uns passt. Chat sagt hier, Panem schreibt, der Truthahn wurde wirklich fast zum Nationaltier. Wirklich? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wie zum Beispiel? Etwas über die nationalen Schulden rausfinden? Schulden? Das ist ein erfolgreiches Land. Wir haben keine Schulden. Aha. Ja, gut. Ich muss gehen. Tschüss. Okay. Was bringt uns das jetzt alles? Also wir haben die Decke. Weiß ich auch noch nicht genau. Vielleicht sollten wir eine Regel hinzufügen, dass man kein Abwasser ins Wasser einleiten darf. Wer würde so etwas denn überhaupt machen? Okay, hast ja recht. Gib Decke. Nimm das weg, ich hab zu tun. Warte. Benutze rote Farbe mit Decke. Nö, ich mag es, wie es ist. Benutze Decke mit Muster. Ich habe Besseres zu tun. Benutze Ink mit Muster. Zu langweilig. Okay. Zu langweilig. Nö, ich mag es, wie es ist. Mann, ich komme nicht weiter. Ich will nicht. Ich will nicht. Plastikkotze. Brechstange. Gabel. Es ist ein Trichter. Wie kriegen wir eigentlich Laverne? Die müssen wir doch auch langsam irgendwie. Irgendwie müssen wir doch Laverne auch kriegen, aber ich weiß nicht mehr wie.
Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Naja. Warte, Tippex ist doch Zähne weiß machen. Vielleicht das. Der hatte doch so gelbe Zähne. Benutze Tippex mit Glas. Ich glaube nicht, dass das in weiß besser aussieht. Gib Tippex an Pferd. Ich will nicht. Verdammt, ich hätte schwören können, das ist es. Die Zähne von dem weiß machen. Ah, benutze... Ich glaube nicht, dass das in weiß besser aussieht. Ich glaube nicht, dass das in weiß besser aussieht. Irgendwas muss ich hier mit den Farben machen. Ich hab... Guck mal. Ich glaube nicht, dass das in weiß besser aussieht. Ich hab Blau, Rot und Weiß. Richtig? Aber... Wie und wo... Ich glaube nicht, dass das in weiß besser aussieht. Ich glaube nicht, dass das in weiß besser aussieht. Ja, zu Laverne komme ich ja nicht. Laverne ist irgendwie nicht aktiviert. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie man Laverne aktiviert. Vielleicht fehlt mir da ja auch dadurch ganz viel. Vogelbart. Es ist wirklich dreckig. Ja, ich weiß, dass Laverne am Baum hängt, aber ich kann sie ja nicht... Ich weiß ja nicht, wie ich da hinkomme. Ich kann sie ja hier nicht auswählen. Oder kann man irgendwie die Sequenz mit ihr triggern? Cool. Entschuldigung. Ja? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Ich glaube, ich sehe mir mal ein paar Bäume an. Okay, aber... Warte mal. Kumquats. Der Vater unseres Landes sieht mich an. Ah, wow. Ich erinnere mich. Warte. Eieieiei. Okay, das ist hart. Da muss man erstmal drauf kommen. Jetzt haben wir einen Kirschbaum. Boah. Das ist aber auch hartes Rätsel. Und er fällt jetzt den Kirschbaum und dadurch kommt Laverne runter und dann können wir auf Laverne zugreifen. So war das. Alter Schwede. Entschuldigung. Ja? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh! Du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Das gibt's ja gar nicht. Dann lass uns das Ding mal umhauen.
Ich sagte, komm da sofort runter! Versuch es zu verstehen! Ich stecke hier fest in diesem... Voila! Du bist schon ein echter Mann! Ja, ich weiß. Aha! Guckt, Leute, jetzt können wir auf Laverne zugreifen. Lass mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Interessant. Können wir ihr jetzt auch schon Sachen schicken? Sie hat es nicht geholt. Ich hoffe, ihr geht's gut. Aha. Das macht Sinn. Dr. Fred? Sind Sie das? Was? Du spinnst. Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fett. Schön, euch zu sehen. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag das und ich bin nur ein Mensch. Wahrscheinlich gezinkt. Moment, Sie dürfen betrügen, du nicht. Warum sollte ich die einzige Unterhaltung dieser armen Menschen zerstören? Meinst du, ich wollte zinken? Ich glaube, die beiden betrügen. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Lieber nicht stören. Ja, ist ja gut. Sie betrügen sich gerade. Moment! Sie dürfen betrügen, du nicht! Oh. Das dumme Grinsen danach. Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was? Das war ja noch nicht übersetzt. Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte! Rechte? Du bist ein Mensch, du hast keine Rechte! Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Oha. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Wo denn? Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Hä? Was? Juhu,
Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh. Na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Da kommen wir raus. Verstehe. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Ich lasse es besser auf. Okay, jetzt kann ich mir von denen was schicken lassen. Aber was schicke ich, was ihr beim Ausbruch hilft? Die Kotze? Vielleicht die Knarre. Gabel. Kotze. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Mann, wie war denn das? Ich habe alles wieder vergessen. Ich bin komplett planlos. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Benutze Farbe mit Karten. Warum sollte ich die einzige Unterhaltung dieser armen Menschen zerstören? Weil's dich antörnt. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Da macht er gar nichts. Mr. Tentacle Guy. Also wir kommen ja sogar raus. Wir müssen ja eigentlich gar nicht ausbrechen. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Aha. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Wollen Sie meins benutzen? Nein. Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh, sitz. Ruhig.
Okay, wir können hier irgendwas machen. Nimm Diplom. Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Nimm menschliches Schädel. Oh, ich habe genug davon zu Hause. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Ist hier noch was? Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Oh, jetzt sind wir in der Zukunft. Okay, jetzt ist es richtig kompliziert hier. Unterdessen. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Okay, hier speichere ich ab, hier machen wir das nächste Mal weiter. Mit Laverne in der Zukunft. Sehr schön. Aber wir machen Progress, wir machen Progress. Was sagt das Ding? 16, 34%, okay. Noch nicht mal die Hälfte. Crazy. Leute, das war's jetzt erstmal mit Day of the Tentacle. Es macht riesen Spaß, auch wenn ich wieder alles vergessen habe. Und freue mich aufs nächste Mal. Lasst ein Like da, ein Abo, ihr wisst Bescheid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.